der Chateau Reibach. Was? Schon 12.73 Uhr? Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ich hatte einen Kater, einen Hasen und ich war total geschwächt. Und das ausgerechnet am Tag der Entscheidung. Er oder ich, sie oder keine, wie oder was. Was da half, war nur ein verschärftes Fitnessprogramm. 101? Oh. 102? 103? 104? 105? 1.60, 1.70. Nur noch ein Kraftfrühstück und ich war fit für die entscheidende Schlacht um Liebe und Glück. Jetzt sollte die Welt mich kennenlernen. So, jetzt sollte meinem Glück nichts mehr im Wege stehen. Gutes Augenmaß. Ja, für einen Ehestandsdarlehen, da brauchen Sie Sicherheiten. Haben Sie Sicherheiten? Sicherheiten? Naja, ob sie mich nimmt, da bin ich nicht so sicher. Aber dass ich sie will, da bin ich todsicher. Nein, Herz beiseite. Was ich meine, sind materielle Sicherheiten. Aktien, Immobilien, Pfandbriefe. Pfandflaschen habe ich eine ganze Menge. Aber dies ist ein Überfall! Nein! Zuerst kommt Hände hoch! Ach so, dies ist ein Überfall! Alle hinlegen! Doch nicht, du Idiot! Seit wann duzen wir uns? Für Sie immer noch Herr Hähnlein, Herr Sonnemann. Also gut, Herr Hähnlein. Jetzt setzen Sie mal Ihre 93 Kilo in Bewegung und reichen Sie mir das Geld herüber. 91 Kilo, Herr Sonnemann. Ich habe nämlich abgespeckt. Und zweitens scheinen Sie mir mit Ihren 1,97 Meter genau der Geeignete zu sein, dieses Hindernis zu überwinden. Herr Hähnlein! Selbst Ihre blassblau-grauen Augen müssen bemerkt haben, dass meine Kriegsverletzung mich, den knapp 45-Jährigen, verhindert, solche Turnübungen hier zu machen. Ach, machen Sie doch nicht so ein Gewese mit Ihrer 5 cm langen Narbe unter Ihrem linken Auge. Was soll ich denn mit meinem zwar dezenten, aber überaus störenden Sprachfehler dazu sagen? Also gut, der Klügere gibt nach. Ja. Genau 98.765 D-Mark. Erinnern Sie, bringen jetzt diesen Koffer in meine Sozialwohnung Thomas-Ballermann-Straße 50. Und zwar mit dem Flucht-Mercedes mit dem von Ihnen gefälschten Kennzeichen SFFS 222. Auch so eine Gemeinheit von Ihnen. Räumen Sie mal dieses Paar aus dem Weg. Ja, doch nicht so. Ja, wie denn sonst? Da tragen Sie es oder schieben Sie es oder stoßen Sie es. Oder glauben Sie, etwas geht von selber zur Seite? Na, Sie sehen doch, es geht selber zur Seite. Bitte, Herr Sonnemann. Also dann,
Wir treffen uns morgen pünktlich um 9.15 Uhr im Flugzeug. Und zwar in dem nach Rio de Janeiro und nicht nach Südostasien. Sie sadistische Bestie. 9.15 Uhr, Rio de Janeiro und nicht nach Südostasien. Hände hoch, keine Bewegung. Petersen, na? Sie als alte Streifenhörnchen müssen doch sehen, dass das Pappkameraden sind. Mensch, die können doch nicht die Hände heben. Aber Chef, Sie sehen doch, dass es kann. Kommen Sie mal raus da. Herr Kommissar, ich habe alles voll im Griff. Ich gebe Ihnen eine komplette Täterbeschreibung. Schreiben Sie mal mit, Petersen. Und dann machen Sie schon. Bitte. Der eine war so ein halbes Hähnchen und hatte etwas Sonderbares unterm linken Auge. Ein gefälschtes Kennzeichen mit einer riesen Narbe auf dem Nummernschild. Soll ich das wirklich mitschreiben, Chef? Der zweite war Thomas Ballermann und hatte einen Sprachfehler in Südostasien um 9.15 Uhr bei Rio de Janeiro. Ich habe eine Phantomzeichnung angefertigt. Ist doch klar. Na? Sagen Sie jetzt. Aber Herr Kommissar, zwei Räuber kamen in die Bank. Der eine kurz, der andere lang. FSSF222, gefälschtes Kennzeichen, Thomas Ballermann Straße, 9.15 Uhr Rio de Janeiro. Gleich die Polizei anrufen. Jetzt habe ich's.